Die Stadt hatte das Grundstück, auf dem früher ein Obdachlosenheim stand, an einen privaten Bauträger verkauft. Im Moment stehen in Deckendorf 3 verschiedene Häuser für Obdachlose bereit. 2 in der Mühlbogenstraße Richtung Rusel sowie ein denkmalgeschütztes Gebäude am Waffenhammer. Das ist eine Pflichtaufgabe jeder Gemeinde, für Obdachlose hier eine schnellstmögliche Unterkunft zu sorgen. Und wie gesagt, wir haben das mit unseren Heimen und oder Unterkünften so weit in die Wege gebracht, dass wir also da schnellstmöglichst von einer Minute zur anderen Leute unterbringen können. Insgesamt bieten alle 3 Deckendorfer Häuser Platz für maximal 25 Personen. Derzeit nehmen 19 das Angebot wahr, hier in kleinen Wohneinheiten günstig unterzukommen. Ein Quadratmeter hat einen Grundpreis von 2,30 Euro. Dazu kommen Nebenkosten. Pro Monat fallen so in etwa 75 Euro an, die die jeweiligen Kostenträger übernehmen. Bei Zuwanderern zum Beispiel das Landratsamt, meist das Jobcenter. Voraussetzung dafür ist das Einhalten bestimmter Termine. Werden diese versäumt, kann das Amt die Kostenübernahme einstellen. Weil wir haben schon Leute gehabt, die tatsächlich aus dem Müll dann sich Lebensmittel rausgeholt haben. Ich versuche mit Hilfe der Tafel dann das abzufedern irgendwie. Fälle, die laut Obdachlosenbeauftragten Walter Schmelz in ihrer Häufigkeit weiter zunehmen, auch in der unteren Mittelschicht. Allein in diesem Jahr gab es im Stadtgebiet 13 Zwangsräumungen. Vor allem die hohen Mietpreise seien ein Problem für einkommensschwache Haushalte, so Schmelzer. Alter und Herkunft spielten dabei keine Rolle. Entweder aus der JVA oder aus dem Bezirksklinikum. Auch junge Mädchen, die von zu Hause raus haben müssen oder so. Aber die finden in der Regel dann was anderes. Trotzdem versucht die Stadt, die gebotenen Unterkünfte auf die verschiedenen Bedürfnisse anzupassen. Für Einzelpersonen genauso wie für Familien. Ein 4. Haus am Probstheim mit einer 3-Zimmer-Wohnung soll deshalb heuer noch bezugsfertig sein.